Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Michael will spielen. Ich bin Michael Will und das hier, das ist Carbo. Carbo ist ein taktisches Kartenspiel aus der Feder von Mandy Henning und Melissa Limes. Das Spiel wird für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren empfohlen. Die Spieldauer wird mit ungefähr 30 Minuten angegeben und das Spiel ist bei Smiling Monster Games erschienen. Es gibt ja momentan schon eine ganze Reihe von Spielen, die folgendes Spielprinzip haben. Man bekommt am Anfang eine gewisse Anzahl von Karten verdeckt ausgeteilt. Und das Spielprinzip ist dann, dass man versuchen muss, am Ende der Runde die wenigsten Punkte zu haben. Das macht Allegra so, das macht Escuyo zum Beispiel so und Carbo macht das auch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, braucht man dann Carbo, wenn das Spielprinzip doch schon öfter woanders gemacht worden ist? Ob das der Fall ist, sage ich euch im Resümee. Wie es gespielt wird, das erkläre ich euch jetzt in der Regelerklärung und zu der wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Hey. Die Regelerklärung von Carbo beginnt natürlich immer mit dem Aufbau des Spiels. Und der ist bei Carbo wirklich schnell erledigt, denn was man zuerst macht, ist, dass man den kompletten Kartenstapel ordentlich mischt. Dann werden verdeckt an jeden Spieler 4 Karten ausgegeben, die dieser Spieler dann auch verdeckt vor sich liegen lassen muss. Ihr seht schon, ich habe euch hier mal eine Partie für 4 Personen aufgebaut. Die restlichen Karten, die nicht ausgegeben werden, die bilden hier in der Mitte einen verdeckten Nachziehstapel. Und die oberste Karte dieses Nachziehstapels, die deckt man auf. Das ist dann nämlich der Beginn des offenen Ablagestapels. So, und wenn das erledigt ist, ist die Vorbereitung des Spiels auch schon fast abgeschlossen. Ich sage fast abgeschlossen, denn was jeder Spieler jetzt noch tun darf, ist, dass er sich 2 seiner 4 verdeckt ausliegenden Karten ansehen darf. Und das würde ich jetzt tun. Ich würde mir zum Beispiel hier mal die rechte Karte schnappen. Das ist eine 2. Habe ich gesehen, habe ich mir gemerkt, lege ich auch gleich wieder hin. Und dann schnappe ich mir auch noch hier diese Karte, schau mir die an. Das ist eine 11. Okay, auch die lege ich wieder hin. Und jetzt weiß ich für mich Bescheid. Zumindest 2 Karten aus meiner 4er Auslage kenne ich. Das ist eine 2 und das ist eine 11. Wichtig, nachdem jeder Spieler sich jetzt 2 Karten aus seiner verdeckten Auslage angeschaut hat, dürfen die Karten nicht mehr angeschaut werden und die Position der Karten darf auch nicht mehr verändert werden. Und wenn das erledigt ist, ist die Vorbereitung des Spiels abgeschlossen und wir können mit dem eigentlichen Spiel beginnen. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Spielablauf beginnen, sollte ich euch vielleicht noch sagen, worum es in dem Spiel denn eigentlich geht. Wichtig ist, es gibt insgesamt Karten im Wert von 0 bis 13. Jede Karte gibt es insgesamt 4-mal, außer der 0 und der 13, die kommt insgesamt nur 2-mal vor. Und was ich jetzt erreichen möchte in diesem Spiel ist, dass ich hier in dieser Auslage vor mir die wenigsten Punkte liegen habe. Also meine Aufgabe während des Spiels besteht jetzt darin, die Werte der Karten, die ich hier ausliegen habe, möglichst zu minimieren, um weniger Punkte zu haben als meine Mitspieler. Das ist jetzt natürlich trickreich, denn ich kenne ja momentan nur 2 meiner Karten. Die restlichen beiden Karten, da weiß ich ja noch nicht mal, was hier liegt. Also, meine Aufgabe ist, rauszufinden, welche Karten habe ich hier und die durch geschicktes Taktieren möglichst zu minimieren, um am Ende der Runde die wenigsten möglichen Punkte hier vor mir ausliegen zu haben. Nachdem jetzt die Strategie geklärt ist, kann ich euch erklären, was passiert, wenn ihr denn dran seid. Als erstes Mal wird natürlich ein Startspieler bestimmt. Das funktioniert bei Carbo rein zufällig. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Der Startspieler beginnt dann das Spiel und wenn ich an der Reihe bin, habe ich 3 Möglichkeiten, was ich denn machen kann in meinem Zug. Die erste Möglichkeit und die einfachste Möglichkeit ist natürlich, wenn hier in der offenen Ablage eine Karte liegt, die ich gebrauchen kann. Also hier liegt jetzt zum Beispiel eine 3. Ich weiß, dass diese Karte, die hier liegt, eine 11 ist. Also würde das bedeuten, diese 3 ist natürlich wesentlich besser als meine 11. Das heißt, die erste Aktion, die ich durchführen kann, ist, dass ich mir die Karte vom Ablagestapel nehme
und ersetze gegen eine Karte aus meiner persönlichen Auslage. Das würde ich jetzt mal machen. Also ich weiß, das hier ist eine 11. Die 11 würde ich hier in die Ablage legen und diese 3 lege ich hier wieder verdeckt in meine Auslage. Das ist also die erste Möglichkeit, eine Karte vom offenen Ablagestapel zu nehmen und gegen eine meiner Karten zu ersetzen. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich eine Karte vom verdeckten Nachziehstapel nehme. Auch das kann ich jetzt einfach mal machen. Wir gucken mal, was ich hier habe. Ich habe hier diese 7 gezogen. So, und jetzt ist es so, dass ich mit dieser Karte 3 verschiedene Dinge tun kann. Also Möglichkeit Nummer 1 ist, ich kann diese Karte überhaupt nicht brauchen. Da kann ich einfach die Karte, die ich vom Nachziehstapel gezogen habe, hier oben auf den Ablagestapel legen. Damit ist mein Zug vorbei. Das mache ich aber natürlich nur, wenn ich mit der Karte überhaupt nichts anfangen kann. Die Möglichkeit Nummer 2, die ich habe, ist, dass ich diese 7 jetzt auch wieder austausche gegen eine Karte, die hier in meiner Auslage liegt. Jetzt weiß ich natürlich, ich habe ja schon eine Karte gespielt. Hier liegt eine 3, hier liegt eine 2. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, wenn ich jetzt diese 7 hier einbauen möchte, müsste ich mich auf mein Glück verlassen. Okay, ich könnte sagen, ich würde jetzt diese 7 gegen diese Karte hier austauschen. Dann hätte ich tatsächlich Glück gehabt. Das ist eine 10. Die 10 kommt hier auf den Ablagestapel und die 7 lege ich hier wieder verdeckt in meine Auslage. Das ist die zweite Möglichkeit, was ich mit der Karte vom Nachziehstapel machen kann. Aber es gibt eine dritte Möglichkeit. Ich lege jetzt einfach diese 10 hier mal wieder in meine Auslage. Wenn ich eine Karte vom Nachziehstapel ziehe und nur dann, darf ich auch die Aktion der Karte ausführen, die hier auf der Karte aufgedruckt ist. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Aktionen, die ich durchführen kann. Und die zeige ich euch jetzt mal im Detail. Die erste Aktion, die ich durchführen kann, das kann ich direkt mit der 7 machen, die ich zum Beispiel gerade gezogen habe. Das ist die Aktion Peak. Peak bedeutet, ich lege die Karte ab, die ich gerade gezogen habe, also hier so wie jetzt. Und dann darf ich eine meiner Karten in meiner Auslage anschauen und wieder hinlegen. Würde bedeuten, ich weiß zum Beispiel nicht, was hier liegt. Ich schaue mir diese Karte an und sage für mich, okay, das ist eine 10. Merke mir das und lege die Karte wieder verdeckt in meine Auslage zurück. Die zweite Aktion, die ich eventuell ziehen kann, ist die Karte Spy. Spy würde jetzt bedeuten, ich würde diese Karte nehmen und auch wieder auf den Ablagestapel legen. Und mit dieser Spy-Karte dürfte ich mir eine Karte meiner Mitspieler anschauen. Also zum Beispiel dürfte ich von meinem Mitspieler diese Karte umdrehen, schaue mir die an und stelle fest, okay, das ist eine 12 und würde die auch wieder zu meinem Mitspieler ablegen. Jetzt weiß ich, mein Mitspieler hat hier eine 12 liegen. Die dritte Aktion, die ich durchführen kann, das ist die Aktion Swap. Und Swap bedeutet, ich würde diese Karte auch wieder auf den Ablagestapel ablegen und dürfte jetzt eine Karte mit meinem Mitspieler tauschen, wohlgemerkt, ohne dem Mitspieler die Karten zu zeigen und ohne die Karten auch anzuschauen. Das heißt, idealerweise weiß ich natürlich, wo bei meinem Mitspieler welche Karte liegt, indem ich diese Spy-Karte zum Beispiel vorher gespielt habe. Und dann darf ich seine Karte gegen meine Karte austauschen. Also nochmal zusammenfassend, ich habe 3 verschiedene Kartenaktionen, die ich aktivieren darf, wenn ich eine Karte vom Nachziehstapel ziehe. Peak, damit schaue ich mir eine meiner Karten an. Spy, damit schaue ich eine Karte eines meiner Mitspieler an. Und Swap, damit tausche ich eine meiner Karten gegen eine Karte meines Mitspielers. Und das sind die 3 Aktionen, die ich eben machen darf, wenn ich eine Karte vom Nachziehstapel ziehe. Wohlgemerkt gibt es jetzt hier noch einen kleinen Hinweis. Deswegen sage ich auch immer, wenn man die Karte vom Nachziehstapel zieht, wenn ich eine Karte hier vom offenen Ablagestapel nehme, so wie jetzt zum Beispiel hier diese 12 mit dem Swap drauf, dann darf ich die Aktion nicht durchführen. Also nochmal, Aktionen wirklich nur, wenn ich die Karte vom Nachziehstapel gezogen habe. Und damit fassen wir nochmal zusammen. Ich habe euch am Anfang gesagt, ihr habt 3 Optionen, wenn ihr an der Reihe seid. Nummer 1, ihr nehmt eine Karte vom offenen Ablagestapel. Nummer 2, ihr nehmt eine Karte vom verdeckten Nachziehstapel. Und Nummer 3 ist, ihr ruft einfach Kabo.
Das macht ihr aber nur, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr hier in eurer Auslage die kleinste Summe an Punkten liegen habt. Denn wenn ihr Cabo ruft, läutet ihr damit das Ende des Spiels ein. Und das bedeutet, dann ist jeder außer euch nochmal am Zug, darf quasi noch einmal einen Zug machen. Und dann ist das Spielende erreicht und wir gucken eben nach, wer hat die wenigsten Punkte. Aber bevor wir jetzt in die Punktewertung kommen, gibt's noch eine kleine Sonderregel, die ich euch vorher noch erklären möchte. Ich hatte euch ja schon erklärt, dass wenn ihr am Zug seid, ihr meistens eine Karte hier entweder vom Ablagestapel oder vom Nachziehstapel gegen eine eurer Karten austauschen dürft. Es gibt aber auch noch eine Sonderaktion, mit der ihr mehrere Karten austauschen könnt. Dafür müsst ihr euch aber sicher sein, dass ihr zwei oder mehrere gleiche Zahlen hier in eurer Auslage liegen habt. Denn angenommen, ich wüsste jetzt sicher, dass diese beiden Karten hier den gleichen Wert haben, dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel eine Karte vom Nachziehstapel ziehen und diese Karte ersetzen gegen zwei oder vielleicht sogar drei meiner eigenen Karten. Wichtig ist eben nur, dass diese zwei oder drei oder mehr Karten denselben Kartenwert haben müssen. Das habe ich jetzt hier natürlich wahrscheinlich nicht. Ich habe hier eine 10 und eine 3, deswegen würde das natürlich nicht funktionieren. Wenn ich jetzt eine Karte ziehe und behaupte, okay, ich habe hier zwei gleiche Zahlen, dann müsste ich die umdrehen. Dann würde jetzt aber natürlich jeder sehen, ha, das stimmt überhaupt nicht, dann müsste ich die Karte, die ich gezogen habe, einfach wieder ablegen. Aber wenn jetzt hier tatsächlich zwei Dreier oder eben zwei Zehner liegen würden, dann dürfte ich die beiden ablegen und gegen die Karte ersetzen, die ich zum Beispiel vom Nachziehstapel gezogen habe. Das bedeutet natürlich aber, dass ich hier ab jetzt auch weniger Karten liegen habe. Idealerweise habe ich hier zum Beispiel vier gleiche Karten liegen, dann darf ich die vier gleichen Karten alle in einem Schwups eliminieren und auf den Ablagestapel legen und dann liegt hier nur noch die eine Karte, die ich entweder vom Nachziehstapel oder vom Ablagestapel gezogen habe. Also wichtig, wenn es mir tatsächlich gelingt, hier zwei oder drei mehrere Karten mit gleichem Wert zu sammeln, dann darf ich die in einem Hubs austauschen gegen eine Karte und dann habe ich natürlich in einem Aufwand extrem viele Punkte verloren und das will ich ja, denn das Spielziel ist ja, dass ich die wenigsten Punkte hier liegen habe. Gehen wir mal davon aus, ich wäre jetzt derjenige, der Cabo gerufen hätte, dann käme jetzt jeder Mitspieler noch einmal an die Reihe, dürfte noch einen Zug machen und dann zählen wir einfach alle zusammen unsere Punkte. Ich kann es ja für meine Karten hier mal machen. Ich hätte eine 4, eine 2 sind 6 und eine 7 sind also insgesamt 13 Punkte, die ich hier zusammengesammelt habe. Meine Mitspieler zählen auch ihre Punkte und jetzt kommt es drauf an. Wenn ich als derjenige, der Cabo gerufen habe, tatsächlich auch die wenigsten Punkte habe, dann bekomme ich 0 Punkte in dieser Runde gutgeschrieben. Alle anderen Spieler bekommen die Punkte gutgeschrieben, die sie tatsächlich zusammengesammelt haben. Wenn ich aber Cabo gesagt habe und ich habe nicht die wenigsten Punkte, dann ist quasi die Runde für mich gescheitert. Ich bekomme trotzdem jetzt in meinem Fall diese 13 Punkte, die ich hier zusammengesammelt habe, gutgeschrieben plus 5 Punkte als Strafe dafür, dass ich eben Cabo gesagt habe, aber nicht die wenigsten Punkte habe. Das bedeutet, dann hätte ich in dieser Runde 18 Punkte bekommen. Dann schreibt man die Punkte aller Mitspieler auf. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wie lange wird das Spiel letztendlich gespielt? Das Spiel wird dann so viele Runden gespielt, bis einer der Spieler 101 Punkt erreicht hat. Und dann gewinnt derjenige Spieler, der die wenigsten Punkte hat. Also der Spieler, der es dann insgesamt geschafft hat, die kleinste Anzahl an Punkten zu sammeln, das ist dann der Gewinner von Cabo. Also unsere Geschichte mit Cabo ist ja wirklich eine spannende. Ich habe dieses Spiel wirklich schon sehr, sehr lange auf dem Schirm. Dann habe ich es irgendwann mal im Spieledealer unseres Vertrauens stehen sehen und habe mir gedacht, das sieht ja komisch aus. Und ganz ehrlich, auch wenn ihr das dann mal habt und auspackt, die Gestaltung der Karten ist geschmacksintensiv, hätte ich mal gesagt. Also definitiv kauft man sich Cabo nicht wegen der Gestaltung. Ihr solltet euch Cabo aber kaufen, denn das Spielprinzip ist wirklich cool. Also Cabo nimmt dieses Prinzip, dass man eben verdeckte Karten bekommt und möglichst wenige Punkte am Ende der Runde organisieren muss und
pimpt das ein bisschen. Ich finde es schneller als Skyo und ich finde es auch einfacher umzusetzen als Allegra. Also das Spiel macht schon sehr viel richtig. Außerdem finde ich, dass die Interaktion mit den anderen Spielern am Tisch hier deutlich besser gelöst wird. Und deswegen, obwohl das Spiel schon sehr seltsam aussieht, würden wir euch trotzdem Cabo ans Herz legen. Es ist ein sehr, sehr gutes strategisches Kartenspiel. Und damit vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart. An alle, die neu auf unseren Kanal gestoßen sind, herzlich willkommen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und idealerweise auch die Glocke zu klicken, damit ihr immer informiert werdet, wenn es von uns was Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch ein schönes Spiel.